Freunde, Folgendes ist passiert. Ich war gerade vorhin am U-Bahnhof im Altmariendorf und habe diese 2-Euro-Münze gefunden. Dachte mir, gut, ich dachte mir nichts dabei. Da hat was geglänzt und geblitzt. Und ich dachte mir, komm, wenn da keiner hingeht, gehe ich da hin und heb diese Münze auf. Bin nach vorne gegangen am Bahnsteig, habe die Münze genommen. Ja, die war jetzt nicht am Gleisbett oder so, aber hier ganz normal am Bahnsteig, habe diese Münze aufgehoben und dachte mir, cool, 2 Euro, wie ihr hier seht, ne? Aber habe die Münze dann umgedreht und es hat sich herausgestellt, ich habe schnell gegoogelt und geguckt und ich dachte mir, hä, diese Münze auf der Rückseite habe ich so noch nie gesehen gehabt. Ups, die ist mir fast runtergefallen. Und schaut euch mal bitte an, wie das Ganze hier heute aussieht. Es hat sich herausgestellt, dass diese Münze sehr, sehr selten ist. Und ich habe nur mal online geschaut und die kann man von ab 350 bis zu 500 Euro für diese einzelne Münze hier verlangen. Ist ein Fehldruck und sehr, sehr selten. Heftig, Freunde. Daumen nach oben. Die ganze Story jetzt auf meinem YouTube-Kanal.